Aha, da haben wir noch was, da haben wir noch was. Wir können Kapitelauswahl machen. Wir können Kapitelauswahl machen. Das heißt, wir haben jetzt noch mal eine Chance, das Ganze zu wuppen. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Weil wie gesagt, spätestens in der Sekunde, wo ich irgendwie zwei Sachen gleichzeitig machen Da ist die sollte, Hölle. da war eigentlich vorbei Sieht für alles mich. verlassen aus. Aber ich denke, Anscheinend mit war Miss Carla Miller das kriegen wir das auf Orakel jeden unter Fall ihren noch hin. Klan. Sie sind ganz in der Nähe. Ich kann sie spüren. Jade ist bewusstlos. Sie hält nicht mehr lange durch. Die Zeit wird knapp. Bist du sicher, dass ich nicht mitkommen soll? Holy crap, what? Okay, man kann pausieren dazwischen. Man kann pausieren dazwischen. Man muss nur eins von beiden machen. Nur es bleibt halt einfach in der Mitte da stehen. Ja, Mann, dann sag das doch gleich. Das ist doch gar kein Thema. Du schaffst das, Lukas! Avatar-Modus! Yes, Baby! Alter, der macht dich gleich so fertig. Der macht dich gleich so fertig. Ich hab's gar keine Chance. Los. Ach, guck mal, wie schön wir leuchten bereits. Er leuchtet gar nicht. Yes. Yes. Einfach mal fett. Hyperstrahl, ey. Oh, ins Chroma und da soffen. Ah! Okay, nur aber hurtig. Was ist mit den Henchmen? Er hat da noch ein paar Soldaten da rumhängen. Okay. Oh fuck. Wurde ich jetzt erschossen? Wurde ich jetzt ernsthaft erschossen? Och nö. What? Das Lichtmännchen. Hallo, Lichtmännchen? Du bist noch dickköpfiger als wir anderen Menschen. Aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertigen Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mit Hilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Nein. Du schaffst das. Du hast schon mal gegen das Vieh. Nein, nicht gekämpft, aber du bist schon mal da nicht in die Falle getreten. Also, Falle getreten ist doch Quatsch. Du schaffst das mit deinem Mindpower. Komm schon, komm schon, komm schon. Du schaffst das, Lukas. Oha, was geht denn jetzt? Control Z! Control Z! Löschen, löschen! Oh. Hat geklappt. High five! Okay, jetzt müssen wir uns das Kind schnappen. Zack. Okay.
Ich wünschte, er würde uns sagen, was genau die gesagt hat. Oh, hi, Carla, was geht? Was geht? Okay, das müsste jetzt das Ende sein, was ich in Erinnerung habe. Gucken wir mal. Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Alles war genau wie vorher. Das dürfte das geringere Übel sein. Das Orakel und der orangene Clan nahmen wieder ihre Machtstellung unter denen ein, die die Welt im Geheimen regieren. Und der lila Clan kehrte ins Netz zurück, um uns wieder von dort heimzusuchen. Ich sollte mich wohl glücklich schätzen. Ich lebe seit 3 Monaten mit Carla zusammen. Sie ist das Beste, was mir seit langem passiert ist. Gestern erfuhr ich, dass sie schwanger ist. Es muss in jener Nacht in Bogards Untergrundbasis passiert sein. Das bedeutet, dass unser Kind vom Chroma in Vishita bestrahlt wurde, genau wie ich damals im Leib meiner Mutter. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Ich bin der alleinige Hüter des größten Geheimnisses des gesamten Universums. Was soll ich mit all dieser Macht tun? Sie vergessen? Oder in den Dienst der Menschheit stellen? Ich hatte nie ein Gott werden wollen. Ich wollte lediglich ein ganz normales Leben mit Frau und Kindern führen. Aber ich befürchte, das Schicksal hat wohl andere Pläne mit mir. Was überlegst du, Lukas? Oh, nichts. Gar nichts. Ja, ich glaube, ich mag unser Ende am liebsten. Ja. Aber wir können natürlich noch eine Sache versuchen. Nämlich gucken, was passiert, wenn Carla die Sache rettet. Okay, dann wollen wir mal versagen, ne? Zack, zack, Carla, das ist dein Moment. Das ist dein Moment. Nur so schnell ich kann. Ich weiß nicht, ob das wirklich dann dafür sorgt, dass sie schneller ist, aber... Ich verstehe halt nur nicht, warum er jetzt irgendwas labern muss. Ich meine, wenn wir sie da reinlegen, sagen wir gar nichts dazu. Einfach mal gar nichts. Warum ist es eigentlich automatisch wieder zugegangen? Wäre doch mal eine Frage. Okay. Dann schnappt ihr mal das da. Oh Mann, bitte, Carla. Zack! Gemeuchelt. Waffe besorgen. Oh, direkt Headshot, sweet. Holy crap. Ich weiß, ob ich jetzt jedes Mal gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt wirklich das Ende, was ich damals hatte. Oh. Ist sie jetzt getötet? Oh shit. Oh shit. Seht ihr das mit dem Vieh? Wo ist Carla gerade? Ah! Du bist
ist noch dickköpfiger als wir an einem Mensch. Aber das Spiel ist aus. Du und deine Rasse sind am Ende. Ihr minderwertigen Spezies werdet aussterben, genau wie einst die Dinosaurier. Wir, die künstliche Intelligenz, werden die neue dominierende Rasse auf diesem Planeten sein. Mit Hilfe des Geheimnisses des Kindes werden wir alles wissen. Wir werden mächtiger als die Götter sein. Die Kälte verschwand genau, wie sie gekommen war. Lautlos. Als ob das Indigo-Kind das Stundenglas bei der Enthüllung seiner Nachricht umgedreht hätte. Ja. Nur das gleiche Ende. Okay, ja, dann macht's ja keinen Sinn. Ja. Okay. Dann an der Stelle nur eine kurze Frage. Warum der Lila-Clan ist ja, soweit ich weiß, jetzt die Technik gewesen? Warum hat die sich jetzt zurückgezogen? Die haben wir ja eigentlich jetzt auch besiegt. Aber hey. Was weiß ich. Ja, das sind also die beiden Enden, die ich kenne. Dann war das mit dem Baum das, was ich vorher kannte. Aber ich mag unser Original ist tatsächlich lieber. Finde ich cooler. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Projekt mit dabei bist. Also, bis dahin. Ciao.